Die heimische Meisterschaft ist für diese beiden Mannschaften eigentlich nur Routine. Trotzdem, der FC Bayern München nach der erschreckenden Pleite gegen den VfL Bochum ist hier auf Wiedergutmachung aus. RB Salzburg, die laufen durch ihre Liga einfach nur durch. Und trotzdem war Salzburg hier in der Anfangsphase wacher. Man hatte noch nicht direkt vom FC Bayern München diese Trotzreaktion erkennen können, die man normalerweise immer sieht, wenn es eine Pleite gab. Hier mussten sie auch erstmal in der Defensive aufpassen. Die Dreierkette aus Pavard, Süle und Hernandez, aber deutlich stabiler als noch unter Upamecano, der momentan eine schwere Phase durchmacht. Salzburg weiterhin gefährlicher. Die nächste Möglichkeit, 22 Minuten waren hier schon von der Uhr. Adeyemi wird ja auch von einigen deutschen Clubs umworben. Der mischte da die Verteidigung richtig auf. Der FC Bayern München kam gar nicht zu seinem Spiel. Das wirkte dann doch eher wieder in Durchgang 1 wie gegen den VfL Bochum. Kurz vor der Pause aber dann endlich mal ein Antritt von Sané. Coman legt nochmal zurück. Sané quer zu Gnabry. Köln muss eingreifen. Die größte Möglichkeit bis dahin. Bayern wurde besser. Sie mussten sich auch steigern. Ansonsten wäre das Gegentor nur eine Frage der Zeit gewesen. Salzburg machte aber auf jeden Fall auch ein starkes Spiel. Das darf man hier nicht unter den Teppich kehren. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Joshua Kimmich bringt den rein. Müller kommt auch per Kopf ran, bringt ihn auch auf den ersten Pfosten. Köhn ist wieder da. Pariert zur nächsten Ecke, aus der entstand allerdings keinerlei Gefahr. Es ging erstmal torlos in die Pause. Salzburg mit dem deutlich besseren Start. Die Bayern wachten so nach einer halben Stunde auf, mussten sie auch und sie wurden besser. Und das brachten sie auch so im zweiten Durchgang erstmal wieder auf den Rasen. Standardsituation sowieso immer gefährlich. Kimmich zu Hernandez, der mit seinem schwächeren rechten Fuß allerdings deutlich zu hoch anvisiert. Und nichtsdestotrotz war das ein gutes Zeichen, denn ein Auswärtstor, das sollte doch eigentlich schon her. Das macht auf jeden Fall immer einen deutlich besseren Eindruck. Aber Salzburg wurde noch weiter gefordert. Die Bayern, sie drehten gut auf in dieser Phase. Sané zu Kimmich aus der zweiten Reihe. Wieder Köhn. Der verhinderte hier mittlerweile das eigentlich überfällige 0:1. Die Bayern fanden in ihr Offensivspiel, aber wussten bis dahin den Salzburger Schlussmann noch nicht zu überwinden. Auch mittlerweile nur noch 10 Minuten auf der Uhr und die Bayern kamen über Sané zum nächsten Abschluss. 83. Minute, aber wieder Köhn. Der war mittlerweile zu einer richtigen Wand geworden. Die Bayern kamen einfach nicht an ihm vorbei. Und die letzte Chance, die es in sich hatte, sie gehörte den Gastgebern. Adeyemi, Aronson. Wieder Adeyemi, der legt zurück. Aronson, Kimmich dazwischen. Szene noch heiß. Und Sven Ulreich, der Manuel Neuer ein weiteres Mal vertrat, hält das 0:0 fest. Das Unentschieden. Und damit muss der FC Bayern am Ende leben. Die Anfangsphase und die Schlussphase auf Seiten der Salzburger gut geführt. Der FC Bayern schaffte es nicht, ein Tor zu erzielen. Und so geht dieses 0:0 auf unterhaltsame Weise zu Ende.